Moin zusammen und willkommen zu Super Metroid, ein neues Let's Play von mir. Und zwar ein schönes, gutes, altes, klassisches Nintendo-Spiel aus dem Jahre 1994, was man eigentlich unbedingt mal gespielt haben muss. Und ich wollte eigentlich gerade aus dem Titelbildschirm rausgehen, damit das Spiel nicht wieder anfängt, sich selber zu spoilern. Dankeschön. So, was hast du dann gemacht? Egal. So, ich schmeiß mal eben kurz diesen komischen Spielstand hier weg. Das war eben gerade noch so ein bisschen kurz zum Testen. Und bevor wir anfangen, sage ich noch mal eben kurz dazu, ich werde mich nicht auf den 100% festnageln. Allein aus dem Grund schon, dass es auf YouTube genügend Walkthrough gibt mit 100%. Und ich sowieso nicht dafür garantieren kann, dass ich alles mitnehme, weil ich vergesse gerne mal sehr viel Zeug. Ich weiß, wo alles ist, aber ich vergesse es halt auch gerne mal. Und ich würde mal sagen, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, fangen wir einfach mal an. Und zuvor möchte ich gerne nochmal die Controlling-Settings so ein bisschen umstellen, weil das mir sonst irgendwann ziemlich auf die Nerven geht. So. Gut, ich sag nochmal kurz, ich hab, es gibt auch französischen Text, ja, ich habe die deutsche Version. Und ich sag schon mal, der deutsche Untertitel ist teilweise echt sehr lückenhaft. Aber egal, wir fangen an. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. So, willkommen ins Spiel. Ja, wie man gesehen hat, der Untertitel ist sehr lückenhaft. Denn zum Beispiel, dass dieses kleine, süße Metroid-Baby Samus so mehr oder weniger als ihre Mutter ansieht. Ne? Ist ja so wegen Prägung, wie bei Vögeln ja auch, ne? Das ist bei Metroids genauso. Das stand da mal einfach nicht drin, obwohl ich das eigentlich total knuffig finde. Aber so einen richtig gefällten Metroid mal eben so als Energiequelle zu benutzen, finde ich keine so gute Idee. Nee, auch nicht, wenn der Metroid lieb zu Menschen ist. Finde ich keine gute Idee. Und warum das keine gute Idee ist, sehen wir hier. Oh mein Gott, ihr seid alle tot! Sie ist tot, Jim. Okay. Gehen wir mal weiter. Wo ist das Baby hin? Vielleicht finden wir ja noch das Baby. Oh mein Gott, vielleicht ist es ja noch am Leben. Oh,
Gott, hier ist es ja. Hallo, Baby, ich nehme dich mal, ne? Und dann gehen wir nach Hause. Und trink eine Tasse Tee. Komm, 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 wir gehen nach Hause. Komm, komm schon. Oh mein Gott! Es ist Ridley! Unser Erzfeind, das Böse in Drachengestalt. Ah, ich werde dich vernichten. Oh mein Gott. Aber, okay. Wir können hier nicht viel gegen Ridley ausrichten, als uns einfach nur von ihm ein paar Mal treffen zu lassen, bis wir so unter der Dreierschicht sind von der Energie. Ja, genau so. Und dann haut er einfach ab. Er haut ab mit dem Baby und wir haben irgendwas aus. Wer hat den Knopf gedrückt? Verdammt nochmal. Ich hab nichts angefasst. Ich war das diesmal wirklich nicht. Hallo? Ich mach zwar gerne Sachen kaputt, aber so stimmt auch wenn ich hatte eigentlich nicht vor, deine ganze Space-Kolonie in die Luft zu jagen. Das ist aber ganz neue Ausmaße hier. Ich finde nicht ganz so schlecht. Aber hier dampft das überall. Oh mein Gott, die Space-Kolonie kippt um. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert nicht. Das ist im Weltraum nicht möglich. Ah, diese verdammte Nintendo-Logik. Sie ist wieder da. Okay, wir müssen ganz schnell hier raus. Tote Aua. Aua, ich bin ins Gesicht gepustet. Ich war's diesmal wirklich nicht. So, würde ich mal sagen, ne? Willkommen auf Cebes und wir wollen das Baby zurückhaben. Doch, bin ich voll für. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass hier richtig die Kacke am Dampf ist. Und ich möchte gerne irgendwie ins Trockene. Dankeschön. Ich krieg schon nasse Füße. Gut. Dann begeben wir uns mal ins tiefere Innere von Cebes. Ich sag auch gleich nochmal dazu, das ist das allererste Metroid, das ich gespielt habe. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, so allgemein im ganzen Metroid-Universum. Ich weiß nur irgendwie so ganz dunkel, dass das hier mal so eine alte Station war auf Cebes, wo halt auch so richtig viel Schüssel war. War hier nicht auch Mother Brain und so? Ich bin doch hier, ne? Warte. So ein bisschen weiß ich was. Hier war Mother Brain. Hier haben wir Mother Brain kaputt gehauen, also Samus hatte ich nicht in den Vorgängern und wir wollen gerne hier rüber. Weil wir haben so eine Ahnung, ob das Baby Metroid hier ist, aber ich glaube nicht. Das wäre zu einfach, dann wäre das Spiel jetzt schon vorbei. Gut, gehen wir einfach nochmal weiter. Weiter runter in die tiefsten Tiefen der tiefsten Tiefen, weil unten immer gut ist. Was? Egal, aber das ist schon mal ein Anfang. So, springen wir als erstes mal hier rüber. Denn hier kriegen wir unser erstes Item. Nämlich, den Morphing Ball. Ich sollte da auch drauf springen. Und mit dem Morphing Ball können wir uns erstmal den Weg hier mal rund so zusammenrollen und ein bisschen durch die Gegend kugeln. So, hier gibt es aber noch ein bisschen mehr zu holen. Gehen wir mal ein bisschen weiter. So. Da kommen wir so nicht durch. Das ist eine pinke Tür. Und durch die pinke Türen kommen wir mit unserem normalen Geschoss hier nicht durch. Deswegen ballern wir uns mal eben kurz hier nach unten. Und gehen weiter runter, rollen hier unten durch. Hallo, blaue Tür, dich mache ich mal eben auf. Und dann kriegen wir hier unsere ersten Missiles. Ja. Ich versuche mich gerade dumpf irgendwas zu erinnern, ob hier jetzt noch irgendwas gab. Nö, okay. Und wenn Pech gehabt, ich mache ja keine 100%. So. Es wird bestimmt genügend Items geben, die ich vergesse mitzunehmen. So. So, dann rennen wir mal eben hier durch. Und uns hier unten durch.
Wirken hier unseres nächsten Missiles. Dann haben wir hier in der Ecke erstmal soweit alles, was wir kriegen können. Jende, bei dir da oben komme ich noch nicht ran. Meine Arme sind so kurz. Okay. Holen wir uns den halt später. War übrigens ein Energy Tank, der uns ein bisschen mehr Lebensenergie gibt. Also gehen wir erstmal zurück. Und es ist ruhig. Es ist verdammt ruhig. Es ist mir eigentlich schon ein bisschen viel zu ruhig. Und mein Sprite blinkt, wenn ich nach oben fahre. Das wird lustig. So. Und oh mein Gott! Es ist Speech Pirate. Nein, nicht abschießen. Nein. Ich bin doch so empfindlich. So, weg da. Weg da. Ich weiß, dass da auch noch einer ist. Da. Da ist er. Weg. Du bist mir im Weg. So, dann gehen wir mal hier durch. Und wieder nach oben. Weil wir ja so schön runtergefallen sind, können wir uns jetzt auch wieder nach oben starten. So, springst du mal bitte rüber. Dankeschön. Spring in dein Verderben. So, das mit dem Wolljump habe ich auch schon mal besser hingekriegt. Ja. 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 Jetzt hat er mich doch tatsächlich getroffen. Na gut, dann springen. Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Dann springen wir ja halt normal hoch. Wollte ich sagen. So wie das Spiel sich das auch gedacht hatte, denn den Wolljump kriegen wir eigentlich erst viel, viel später gezeigt, wie der funktioniert. Aber man kann ihn gerne ja schon benutzen und so ein bisschen Quatsch damit machen. So. Alter. Oh, stoß mir erstmal den Kopf. Du bist ruhig. Der hat mich fast getroffen. Du entkommst mir nicht. Hier wird nicht wieder nach oben gekraxelt. Wenn du dir die Mühe gemacht hast, runter zu kraxeln, dann kannst du wenigstens auch dein Schicksal entgegenblicken und mir in meinen Geschoss reinspringen. Der ist zwar nicht da reingesprungen, aber du. Verdammt! Ich konnte euch auch schon mal ein bisschen. Hörst du auf damit? Das ist etwas, was man in diesem Raum nicht gebrauchen kann. So. So, jetzt ist hier irgendwie der ganze Planet aufgewacht. Weil ganz plötzlich sind hier überall Gegner. Die waren vorher nicht da. So. Du stirbst nochmal. Da brauche ich gar nicht erst reingehen, weil da komme ich noch nicht weiter. Aber der hier ist ganz interessant. So. Den dort. Können wir jetzt mal hier durchlaufen? Yeah. Lass mich in Ruhe, ihr blöden Fliegeviecher. Geh weg. So. Was ist da jemand? Ja, du bist auch noch hier. Komm her. Komm her. Schieß dich ab. So. Nimm die Missile mit. Dankeschön. So. La, 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 la. So. Hier noch durch. Wenn ich nochmal so sage, dann könnt ihr mir auf den Kopf hauen. So. Verdammt. Hier kriegen wir die Map. Also es gibt noch so viel zu entdecken. Man kann auch gleich dazu sagen, dass die Map, die wir hier immer kriegen, so zwischendurch im Spiel, zeigt nicht alles, was es gibt. Es gibt sehr, sehr viele geheime Räume, wo man ganz viele Items und sowas finden kann. Du hörst auf meinen Kopf raufzuspringen. So. Boing, boing, boing. So, weiter geht's. Dich treffe ich nie. So, dann gehen wir einmal kurz hier durch. The Safe Room. Das sagt dieses große S schon auf unserer Map. The Safe Room. Hier sind wir sicher. Nein. Falschen Knopf gedrückt. Moment. Das kann ich auch gut. Man muss zum Bestätigen hier immer A drücken. Und ich drücke gerne auf B, weil ich auf B auch springen habe. Ja. Speichern. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wieder unter durchgerollt. So, du da stirbst. Dich ignorieren wir gekonnt, weil dich können wir eh nicht abschießen. So, und hier hoch und da hoch und du stirbst. Ist mir nämlich gerade so ein bisschen im Weg. So, hier gibt es gleich wieder noch mehr neue Gegner. Die fallen nämlich gerne von der Decke runter. Man sollte auch aufpassen, dass man sich von dem, was sie da von sich abwerfen, nicht getroffen wird. Und dann gehen wir jetzt hier runter. Weg. So. Und hier durch. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Raum. Da schießen wir einfach mal hoch und laufen weiter durch. Ah, da brauchen wir wieder ein paar Missiles, um hier durchzukommen. Und da gibt es hier das nächste Item. Und zwar die Bomben.
So, da wir jetzt die Bomben haben, gehen wir mal ganz gechillt wieder aus dem Raum raus. La 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 la. Was? Oh mein Gott! Die Statue ist fake! Oh, genau, ich sollte warten. Es gibt hier irgendwo so einen Safe-Punkt, wo man einfach nur sitzen bleiben kann. Und der trifft einen nicht. Habe ich ihn gefunden? Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe dich noch nie gefunden. Ich bin nicht so gut da drin. So, ich setze mir einfach mal hier hin und hoffe, dass er mich nicht so sehr trifft. Oh, jetzt hat er jetzt auch noch seinen Kopf verloren. Bleibst du hier? Da geht ja gar nicht. Läufst du hier amok? Ist fertig explodiert. Ich habe heute noch ein bisschen was vor. So. Gab es jetzt in dem Raum auch noch irgendwo was? So, das sind übrigens besagte Bomben. Nix. Ich konnte das auch schon mal besser. Nicht? Okay. Ich habe den Bombshop nicht so drauf. Ich spiele dieses Spiel übrigens erst zum zweiten Mal. Also kleine Vorwarnung, das kann lustig werden. aber ich muss echt sagen, ich finde Metroid, Super Metroid nicht gerade sehr schwierig, weil viele sagen immer, oh mein Gott, das ist so schwer. Nee. man muss sich nur ein bisschen konzentrieren, da funktioniert das auch alles und sowas während ein Let's Play ist immer ein bisschen schwierig, aber eigentlich. ich weiß, wo es lang geht und das reicht mir eigentlich und dann der Rest findet sich dann von alleine. So. Dann gehen wir mal wieder hier raus und dann hier durch. Müssen wir uns eben freibomben, den Weg hier. So. Und dann können wir hier weiter nach links gehen. Ja, die habe ich jetzt wieder vergessen. Sind ja auch wieder da. Möchte ich nicht gerne auf den Kopf kriegen. So. Jetzt können wir uns nämlich hier durch diese Wand durchbomben. So. Kamera. So. Und ich würde sagen, was sich hinter dieser Tür verbirgt, das schauen wir uns im nächsten Part an von Super Metroid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Und ich sage dir mal tschüss und bis dann.